Moinsen, der Stefan ist hier, aber eigentlich müsste ich sagen, es ist Stefano, buongiorno. Wir machen heute Happy Camping und oder so oder Cooking oder so. Heute wir machen eine originale Fast Carbonara. Nicht so machen wie Kartoffel mit Sahne, sondern heute machen wir mal richtig mit Eigelb. Bisschen Käse, bisschen Schinken. Und in diesem kleinen Video erzähle ich dir einfach mal, wie unfassbar einfach das ist, wie schnell das geht und, das kann ich dir nicht erzählen, das musst du mir dann glauben, wie unfassbar lecker das sein wird. Aber all das, alle drei Sachen in diesem kleinen Video. Von daher, let's go! Jetzt sitzt er hier und denkt sich, komm, eine Carbonara muss man mit unfassbar viel Liebe und Zeit hinkredenzen. Das kriegen wir hin. Was brauchen wir denn dafür? Pass auf. Normalerweise, das kennst du, oder? Der normale Deutsche schmeißt irgendwie so ein Fertigpulver mit ein bisschen Sahne zusammen und denkt sich, super. Ist auch super, aber es geht noch geiler. Als allererstes trinkst du erstmal einen Schluck Weißwein. Salutos. Wie der Spanier sagt. Und jetzt erzähle ich dir, was du brauchst. Ich habe meanwhile schon mal das Wasser aufgesetzt auf meinem tollen Kopfgrill mit diesem sensationellen Ständer. Danke, Herr Schwering, übrigens nochmal. Das ist ein super Ständer. Damit das schon mal so ein bisschen warm werden kann. Kriegst du ja hier aus dem Campingplatz, kriegst du das ja nur kalt aus dem Hahn. Und dann stellt man sich ja die Frage, was braucht man denn für die Soße? Es ist total einfach. Ich sag dir, wie es original ist. Und dann sage ich dir, wie ich es mache. Also, pass auf, du brauchst ein bisschen Butter. Die nimmst du schon mal, also ich habe ja so einen halben Packen. Das sind dann roundabout, pass auf, da drinnen sind, wo steht denn das? 250, dann sind das ungefähr 100 Gramm, 140 Gramm. Die brauchen wir gleich. Dann brauchst du Eier. Da zitiere ich den Titan, einen echten Titan. Wir brauchen Eier. In diesem Fall aber nicht richtige, also schon richtige Eier, aber nicht ganze. Wir brauchen nur das Eigelb. Jetzt sind das hier, ich sag mal, das ist zwar beste Wahl, aber die sind relativ klein. Ich nehme 5. Wenn du so richtig dicke Okolyten hast, ja, dann nimm 4. Wir machen übrigens ein Rezept für 3 bis 4 Personen. Roundabout, ungefähr, je nachdem wie groß der Appetit der Menschen ist. Also werde ich mir gleich 5 Eigelb abtrennen. Jetzt weiß ich ja, beim Camping ist das manchmal so, da kochen die Männer. Also normalerweise schmeißen sie ein Stück Lappen auf den Grill, aber wir wollen die Holde ja auch mal richtig verwöhnen. Dann zeige ich dir im Zweifelsfall auch, wie man das Eigelb vom Eiweiß trennt. Und wenn wieder einer kommentiert, oh, das hätte ich aber auch vorher gewusst, ja du schon, aber vielleicht andere nicht. Dann, was brauchen wir noch? Wir bleiben bei der Soße. Dann brauchen wir, wo habe ich ihn denn? Wo habe ich ihn denn? Den Speck. Den habe ich doch gerade schon irgendwo gesehen, muss gleich nochmal gucken. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir auch noch Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss. Und jetzt kommt der Frevel, werden einige sagen, weil in originale Carbonara, du machst nicht Knoblauch. Aber ich bin ja so ein totaler Knoblauch-Junkie. Eine Zehe ist okay. Und du brauchst Speck. Pass auf, da muss ich jetzt mal gucken, wo ich den hingeschmissen habe. Gib mir ein Sekündchen. Da ist er ja auch schon. Das ging jetzt schnell. Da nimmst du normaler ganz hier so Baconwürfel. Das sind jetzt hier 80 Gramm. Das ist natürlich so ein bisschen nach Gusto. Wenn du Bock hast auf so viel Baconwürfel, nimmst du so viele. Wenn du sagst, oh nee, nicht ganz so viel, nimm ein paar weniger. 80 Gramm ist für mich perfekt. Perfekt. Normalerweise kommt in eine Carbonara so ein ganz super duper spezieller Schinken rein. Den kaufst du am Stück, musst den noch, den kriegst du aber im Leben ja nicht auf einem Campingplatz, zumindest nicht in unseren Breitengraden. Von daher tut's der auch. Und jetzt kommt die zweite Abweichung zu einer Carbonara. Ich brate den so ein bisschen an, dass er so einen leichten Crunch kriegt, weil ich das mag. Und jetzt kommt der nächste Frevel. Aber am Ende des Tages kommt es ja darauf an, ob es schmeckt. Ja, ist ja ganz klar, habe ich hier Grana Padona Flakes, Flakes. Das ist also gehobelter Parmesankäse. Ja, in dem Fall sind das hier 125 Gramm, auch perfekt für mich. Jetzt kannst du den auch in ganz fein gemahlen nehmen. Ich finde den geschmacklich einfach besser. Also deswegen mache ich es so. Muss ja dann noch mal einen Schluck Wein trinken. Und jetzt geht's dabei. Und dafür hole ich dich ein bisschen näher ran. Einverstanden? Na dann komm los, ran an den Tisch.
Ach so. Das Wesentliche ja vergessen, ich Idiot. Natürlich einmal 500 Gramm Spaghetti. Und daran erkennst du schon so roundabout die Menge. Jetzt gibt es Familien, die essen zu zehnt an so 500 Gramm Packen. Gibt bestimmt auch Menschen, die hauen sie dann alleine weg. Sei es drum. Als allererstes schnibbeln wir mal den Knoblauch. Zack. Oh, das ist aber ein dickes, das ist ein dickes Ding. Guck mal, die ist vielleicht ein bisschen zu viel. Man muss es nicht übertreiben, weil sonst wird es echt schnell zu knoblauchlastig. Das wollen wir nicht. Boah, ist das ein dickes Ding. Ob ich die doch nehme? Nee, ich nehme so eine etwas kleinere. Die hier. Die nehme ich, die ist akkurat, die können wir hernehmen. So, wird geschnibbelt. Zack. Oh, fällt mir fast der Wein um, verdammte Kacke. So. Jetzt fällt mir ein, ich hätte das eigentlich das Schüsselchen als Müllschüsselchen nehmen können. Hände waschen vorher, ist ja ganz klar, oder? Ich habe das schon oft betont, ich werde nicht müde, es zu tun. Camper sind reinlich. Das sieht man vor allem, wenn man manchmal in so ein Waschhaus geht. Dann denkt man sich auch, reinlich hat der hier gerade drin war, in der Schule auch noch nicht gelernt. So, schon fertig. Ach komm, das machen wir gleich. Hier drin. Das war hier. Und man schabt das auch nicht so rüber. Hat auch schon mal einer kommentiert. Ist mir alles völlig Wuppe. Ist mir alles völlig Wuppe. Ich mache das, wie ich das mache. Dann schmeckt mir das. So, hier auch noch rein den Müll, dass das hier ordentlich ist. So, jetzt schnibbeln wir den so halbwegs klein. Hintenrum wird es immer ein bisschen eng. So, zum Finger, ganz klar, wie auch sonst. Und dann zack, 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 zack. So nochmal rüber. Der wird bombastisch. Das letzte Woche schon mit Melli gemacht. Alter. Und sie hatte gesagt, im Vorfeld habe ich noch nie gegessen, die Carbonara. Jetzt weiß ich es nicht so ganz genau. Und als es dann fertig war, hat Melli gesagt, boah, ich könnte einfach weiter essen, bis ich völlig eskaliere, bis ich platze. Oh, scheiße. Warte mal. Jetzt habe ich das hier so in die Ritze dieses Brettes, das Genitiv, reingescheuert. Oh, Kacke. So, jetzt habe ich mir einen Eierbecher geholt, um den Krusch da reinzumachen, weil da muss ich ja nicht eine ganze Schüssel vorher nehmen, oder? So. Und damit ist die Schnibbelarbeit fertig. Mehr musst du nicht machen. Jetzt kippe ich das hier mal schnell in den Müll. So, zack, ist das auch wieder sauber. Weil, zack, jetzt brauche ich diese Schüsseln ja, um das Eigelb vom Eiweiß zu trennen. Das werden 96,5% der Menschen in diesem Land hinkriegen. Aber für die anderen, jetzt habe ich nicht zugehört, was ich gesagt habe, für die anderen zeige ich es einfach. Aber vorher nehme ich noch mal einen Schluck Wein. So, ganz wichtig ist halt, das darfst du im Vorfeld nicht vergessen, die Butter schon rauszunehmen, weil die musst du ja schlagen, also mit dem Ei zusammen. Jetzt hoffe ich, dass die Schüssel halbwegs ausreicht, aber wird schon. So machen wir das. Pass auf. Aufgeschlagen und jetzt ganz vorsichtig, musst du ganz vorsichtig machen, dass ich hier nur, und dann machst du so, und da, meanwhile, trennt sich dann das Eigelb vom Eiweiß. Was ich jetzt mit dem Eiweiß mache, das weiß ich noch gar nicht so genau. Es gibt bestimmt auch total tollkühne Typen, die trinken das dann einfach. Das werde ich aber nicht tun. So, einmal. Zack. Das legen wir da rein. Und das mache ich jetzt mit 5 Eiern. Jetzt gehe ich mir mal schnell die Hände waschen. Das eine Ei haue ich in den Kühlschrank, den Rest schmeiße ich in eine Tonne. Und dann geht es hier weiter mit Quirli Quirli. Einverstanden? Guck mal, dass ich einen sauberen Finger finde zum Ausmachen. Ja klar. Ist es schon sehr, sehr spät an der Abend. Ich hoffe, es ist ja nicht zu dunkel. Also, pass auf, jetzt geht das weiter. So ein bisschen wie so ein Maestro, oder?
Die Schinkenwürfel brauchen wir noch nicht. Die braten wir nachher an. Wenn das Wasser dann am Kochen ist und die Nudeln soweit fast fertig sind, dann gehen wir mit einer kleinen Pfanne rein in den Wohnwagen. Ich brauche zwei Flammen, das ist halt leider so. Braten die Dinger an und dann kommt irgendwann, aber das sage ich dir nachher, der Knoblauch dazu. Jetzt habe ich hier, die 5 Eigelb und jetzt donner ich hier einfach mal die schön weiche Butter rein. Wenn du sagst, warum macht er das mit dem Messer, dann ist die Antwort darauf relativ simpel, weil ich keinen Löffel hier habe. Und wenn ich keinen Löffel hier habe, dann nehme ich halt das, was ich habe. Und das ist das Messer. So, läuft auch gleich ein Kind vorbei und denkt sich, ach komm, guck ich doch einfach mal komisch, was der Typ da macht. So, ist das auch leer. Und das legen wir jetzt erstmal kurz an eine halbe. Jetzt kommt hier Schneebesen. Jetzt wird das zerrieben, zerrieben, zerrieben. Wenn du jetzt natürlich so einen harten Klotz Butter hättest. Du, ich mache gerade ein Video. Komm ruhig ran und sag hallo. Ja, die Leute, die wissen ja auch, dass, was ich so mache. Da sind die alle ganz aufgeregt immer. Ja, und wollen dabei sein. So, das wird jetzt einfach verrührt. Und guck mal, wie easy das geht, wenn die Butter schon schön weich ist. Schön weich. Dann kommt dabei. Hallo, Ivi. Hallo. Guck, da ist die Kamera. Hallo. Hallo. Das sieht sehr gut aus. So, dann wird jetzt erstmal ein bisschen Salz reingemacht. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh, da ist noch ein Dings dran. Ja. Mehr Salz? Oh, nee. Ja, mehr Salz. Sehr gut. Sehr wichtig. Weil das ja gesund ist, ne? So, und denkt dran, Salz, jetzt nicht so unendlich viel, nachsalzen geht immer. Ja, dann denken die Hunde sich gleich, hat er recht, weil, ist ja ganz klar, wuff, der Schinken salzig, der Parmesankäse salzig. Deswegen noch ein bisschen Piano, So, aber was ran kann, ist natürlich Pfeffer. Das Ganze soll ja auch ein bisschen Bums haben, oder Ivi? Ganz wichtig. Geht gar nicht ohne. So, ich zeige dir gleich, wie viel ich darauf gestreut habe. So von oben, dann hast du einen Vergleich. Und immer noch ein bisschen Muskatnuss. Das kennt der Deutsche ja vom Kartoffelbrei. Da machen wir ja immer in Kartoffelbrei. So, den Rest Salz auch noch drin. Jetzt nicht das große Ding aufmachen, sonst wird das ein bisschen viel im Zweifelsfall, sondern so mittelgroß. Guck mal, wenn es fertig ist. Ja, dann kannst du mal gucken, dann kannst du probieren, ja, Schätzchen. So, pass auf. Camper sind ja kommunikative Menschen. Guck mal, und so sieht das dann aus. Da, so ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz, ein bisschen Muskatnuss. Und jetzt verrühre ich das nochmal. Und dann lasse ich das erstmal stehen. Warum? Weil das klingt jetzt komisch. Das ist aber so, das ist die Soße. So. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen warten, bis das Wasser kocht. Dann kommen da die Nudeln rein. Lass die nicht total matschig werden, sondern schon so ein bisschen mit Biss, also al dente, wie der Native Speaker aus Italia sagt. Paul, oder? Oh, das riecht hier lecker, ne? Da wirst du gleich ganz kirre. Dann den Speck angebraten. Wenn der Speck schon so kurz vor fertig ist, so wie du ihn gerne hättest, manche braten den ja gar nicht an, die schmeißen es einfach so rein, haust du den Knoblauch noch dabei. Original ohne Knoblauch, aber ich mag ihn halt so gerne. Musst du mal so oder so ausprobieren, wie es für dich geiler ist. Und dann gießt du die Nudeln ab, kippst sie wieder in den Topf, aber das zeigen wir uns ja gleich ganz entspannt. Dann haust du den Parmesankäse rein, kippst diese Brühe darüber, also das hier, rührst du einmal durch. Dadurch wird das Eigelb ja ein bisschen, das stockt das ja, weil wegen Hitze und so. Dann ist fertig. Dann ist fertig. Unbelievable. Ich melde mich wieder, wenn das Wasser am Kochen dran ist und wenn ich anfange, den Schinken zu braten. Super. Attacke. So, gefühlte 92 Stunden später. Das dauert auch immer lange, bis das Wasser kocht. Ich habe das jetzt hier reingestellt. Nehmen wir den mal runter. Oh, der ist auch gar nicht so heiß. Mache ich jetzt ein bisschen Salz rein. Ist ja ganz klar. Nudeln kochen mit Salz. Da nehme ich jetzt normales Jodsalz, weil an dem anderen Ding, da drehe ich mich ja zu Tode. Oh, Alter. Und da mache ich echt immer viel rein. Und vor allem Jodsalz, das kannst du ja googeln. Deutschland ist ja Jodmangelgebiet, ist ja ganz klar. So, jetzt habe ich die Nudeln noch draußen stehen. Das war auch wieder ganz hervorragend klug. Die hole ich mal schnell. Und dann, wenn ich die habe und das Wasser schon am Kochen drin ist, da mache ich übrigens kein Olivenöl rein. Habe ich mir mal sagen lassen von einem italienischen Koch. Das wäre auch so eine Unsitte. Das würde überhaupt nichts bringen. Keine Ahnung.
Ich habe das mal mit und mit ohne probiert. Geschmacklich habe ich da jetzt nichts gemerkt. Oh, rein das Zeug, rein. Ja genau, schmeiß daneben, wird die auch besonders gut. Jetzt brauche ich noch einen Kochlöffel. Den habe ich hier unten, glaube ich. Ah, wo habe ich ihn? Da habe ich ihn. Dann kann ich auch gleich schon mal die Nudelzange rausnehmen. Die brauchen wir gleich auch. Das wird ein bisschen umrühren, damit alle Nudeln auch gleichmäßig. Habe ich auch mal ein Video gemacht. Da habe ich Wasser gekocht, natürlich mit Deckel drauf. Und in der einen Einstellung sah man halt den Deckel nicht mehr, weil ich ihn runter nahm, um Dinge reinzumachen. Da hat einer kommentiert, ja, du bist auch so doof, ey. Ohne Deckel drauf, dann dauert das auch immer ganz lange. Da dachte ich, ja, gut, dass du es schreibst. Hast du wenigstens was Sinnvolles heute getan. Vogel. So, jetzt sind die da drinne. Deckel wieder drauf. Ah, hier noch ein Zentimeter raus, ja, dass alle auch wirklich benetzt sind von The Water. Und stellen wir hier mal ein bisschen runter, dass mir das nicht überkocht. Jetzt habe ich nämlich gerade kein Auge drauf. Jetzt gehen wir nämlich raus, ist schon super dunkel geworden, und werden den Speck und den Knoblauch anbraten. Und dafür, pass auf, so eine Kochmütze ist immer gut, schwitzt man nicht ganz so, ist super dunkel. Machen wir hier mal an. An. Jo. Da habe ich tatsächlich ein ganz bisschen Olivenöl reingemacht. Ja, musste nicht, weil der Speck ist eigentlich fett genug. Und wenn das hier heiß ist, hauen wir den Speck rein. Dann hauen wir den Knoblauch rein, wenn fast fertig ist. Und das kommt von der Zeit, kommt das super hin. Ich gehe mal so ein bisschen hin, wo es heller ist. Kommt das super hin. Die brauchen ja so irgendwie 8 Minuten oder so, bis sie al dente sind. In der Zeit ist der Speck auch so, wie ich ihn will. Kurz vorher den Knoblauch rein. Und dann kommt die große Zusammenkunft. Bin ich jetzt schon ein bisschen aufgeregt. Es wird so lecker. Boah, gerade war hier ein Regenbogen. Ey, doppelte. Tut mir jetzt fast ein bisschen leid, dass so dunkel geworden ist. Ist aber so. Das liegt in der Natur der Sache. So, pass auf, jetzt den Schinken rein. Nudeln sind gleich soweit, schon fast fertig. Ich habe ein Minütchen rumgequatscht mit den Nachbarn. Immer schlecht, wenn man sowas macht beim Kochen. Oh, lecker. Und alleine das riecht ja schon wieder bombastisch. So, gleich in eine Tonne. Immer gut, einen Mülleimer da relativ nah dabei zu haben. Und die müssen jetzt gar nicht so super kross werden. Also ich mache ja jetzt hier keine Ahnung, Bacon-Brikett. Und einmal durchgeschwenkt. Guck mal, zeige ich dir. So, durchgeschwenkt. Steht ein bisschen schief. Deswegen hole ich die alle mal hier runter. Siehst du das? Guck mal, Alter, wie hell die Kamera das macht. Eigentlich ist ja schon stockdunkle Nacht. Tak. Das Geräusch mache ich übrigens auch super gern. Weil das ja bedeutet, es wird gekocht. Dann, ich sag mal so, in 2-3 Minuten haue ich den Knoblauch dabei. Dann gieße ich die Nudeln ab, vorher das Abwassertaxi drunter gestellt. Ist ja ganz logisch, ja, dass wir das hier nicht auf den Tisch suppen. Paul, geh nur mal da. Jalla, Paul, diese Richtung. Du machst deinen, das ist heiß. Geh weg. So, weg. Junge, dem Hund, der muss man alles sagen. Ich werde drinnen, werde ich kredenzen, damit du das siehst. Dann machen wir gleich drin. Komm, wir gehen schon mal rein. Das ist ein Stress schon wieder Wahnsinn. Aber Kochen hat auch mit Emotion und Amore zu tun. Junge, es wird ja nicht heller. Pass auf, hier, halt mal bitte Kamera. So, ne, und jetzt Knoblauch noch ran. Hast ja gesehen, wie viel das war. Zack, ist das auch fertig. Wird hier noch einmal durchgerührt und er riecht aber auch gleich schon wieder geil. Oh ja, wollo. So, jetzt machen wir hier schon aus. Ja, weil du weißt, wie es ist, wenn Knoblauch zu heiß wird, dann wird der bitter. Dann sagt die Holde zu dir, Alter, was hast du denn da, Kredenz? Das schmeckt ja gar nicht so besonders lecker. So, das zieht jetzt noch ein bisschen durch. Tak. Und dann, pass auf, dann gehen wir wieder rein und dann gießen wir die Nudeln ab. Komm, let's go. So, hat sich auch gleich ein Falter gedacht. Mensch, super, hier gehe ich rein, schmeiß ich gleich wieder raus. Blödkopf. Und dann kommt immer die Frage, darf man heißes Wasser im Wohnwagen einfach so abkippen? Ohne Gewehr. Ich sag dir, wie ich es mache.
mache immer ein bisschen kaltes Wasser an. So, und dann kippe ich ab. Und das mache ich seit vielen Jahren so. Und es ist noch nichts passiert. So, jetzt muss es schnell sein, ist ja ganz logisch, weil damit, damit das Söschen, welches ich hier habe, sich jetzt auch gleich ordentlich stockenderweise da reinbegeben kann, muss das Ganze heiß sein. Vorher, hey, die ist auch heiß. Kippen wir das mal rein. Zack. Dann habe ich den Parmesan-Käse. Wo habe ich denn den Parmesan-Käse schon wieder hingeschmissen? Wo habe ich ihn denn? Wo habe ich ihn denn? Wo ist der Parmesan? Hier. Na guck. Den brauchen wir ja auch. Den machen wir gleich rein. Vorher natürlich das Eigemenge. Das will ich sonst auch nicht 3 Tage stehen lassen, bevor ich es abwasche, weil Ei, ganz das Spiel. Naja, das wird ja auch, wenn es steht, nicht besser. So. So, weg. Jetzt rühren wir mit einem Topflappen hier schon mal schön durch. Und dann zeige ich dir das gleich. Yay! Oh yes! Und jetzt noch den Parmesan. Und der schmilzt dann natürlich so locker, flockig. Nicht alles, ein bisschen lasse ich drin. Wenn einer was oben drauf schmeißen will, so für die Deko, ist ja ganz klar. Oh je, es riecht auf jeden Fall schon mal Bombe. Und ganz im Ernst, bevor ich das jetzt gleich auf den Tisch stelle, muss ich erstmal probieren. Das macht, glaube ich, der Chefkoch ja auch. Oh, siehst du das? Siehst du das? Ich zeige dir das gleich mal richtig. So, jetzt probieren wir mal eine oder zwei. Boah, oder drei. Ist auch egal. Mann, komm ran hier, du Nudel. Soll ich eh vorbei für dich? Lecker. Lecker. So. Jetzt werde ich erstmal alle Nachbarn, die ich hier habe, einladen. Ich allein kriege den ja nicht weg. Und die mal was Richtiges zu essen kriegen, nicht immer hier nur so nackend Fleisch aus der Tüte. Guck mal. Und so, so sieht das dann aus. Das macht jetzt in die Schüssel. Ich mache noch ein bisschen Parmesan drauf. Und dann sage ich, boah, ist mir warm. Lass es dir schmecken. Bis zum nächsten Mal. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen bei Becoming und oder Cooking oder so. Guten Appetit. Ich bin weg. Dein Stefan. Ciao.